Die Wut bricht sich weiter Bahn. Auch nach den tödlichen Angriffen auf das US-Konsulat im libyschen Benghazi wird in der muslimischen Welt protestiert gegen einen anti-islamischen Film aus den USA. In Kairo sind wieder Demonstranten vor die US-Botschaft gezogen. Der Film muss vom Markt genommen werden und alle, die ihn produziert oder in und an ihm mitgewirkt haben, müssen bestraft werden. Auch in Tunesien haben sich Demonstranten vor der US-Botschaft versammelt. Salafistische Hardliner verbrennen die US-Flagge. Ein Demonstrant zeigt ein Bild des getöteten Al-Qaida-Chefs Osama Bin Laden. Tatsächlich sieht inzwischen auch Washington einen Zusammenhang zwischen dem Terrornetzwerk und den Angriffen am Jahrestag der Anschläge vom 11. September. Die Extremisten könnten sich die wütende Menge in Benghazi zunutze gemacht haben. In jedem Fall dürfte das Geschehen Auswirkungen auf die Nahostpolitik der USA haben, ganz besonders auf die Haltung zu Syrien, sagen Experten. Wer bis jetzt für eine Intervention in Syrien war oder die Opposition bewaffnen wollte, hat Bedenken immer beiseite geschoben, dass Al-Qaida die Opposition unterwandern könnte. Nach dem Vorfall in Libyen, der Ermordung des US-Botschafters, glaube ich, dass eine Intervention in Syrien vom Tisch ist. Die Proteste erreichen auch den US-Wahlkampf. Zwischen Amtsinhaber Barack Obama und seinem Herausforderer Mitt Romney werden Vorwürfe ausgetauscht, wie die angemessene Reaktion auf die Vorfälle aussehen sollte. Ich halte es für einen schrecklichen Irrweg, wenn sich Amerika für unsere Werte entschuldigt. Auch im Jemen stürmt eine aufgebrachte Menge vorübergehend die US-Botschaft. Die US-Marine schickt unterdessen zwei Kriegsschiffe an die Küste Libyens, zur Vorsicht, wie es heißt. Ganz konkret handelt YouTube. Das Internetportal hat für Libyen und Ägypten den Zugriff auf das Video mit Ausschnitten des umstrittenen Films eingeschränkt.